Vogelschreie, mein Spiegelbild zerrinnt an den Tag, der mir gehört. Liebes Kind, komm geh mit mir, schöne Spiele spiel ich mit dir. Weht die Angst, so weht der Wind. Ich bin kein Techniker. Ich bin Forscher und Erfinder. Ich erfinde Sachen, von denen manche schon längst erfunden sind. Vieles ist auch schon erforscht, dem ich auf der Spur bin. Ich heiße Wendelin. Bei einer Arbeit kann ich nur gesund bleiben, wenn ich persönliche Gründe habe, sie zu tun. Unweigerlich bricht sonst eine Körper- und Seelenkrankheit aus. Das ist nicht lustig. Die Gesellschaft hat keine Seele. Sie ist eine Körperschaft und behandelt mich als Antikörper. Wer aber will schon ungeliebt sein? Ich und meine Seele nicht. Ich heiße Johannes und bin 9 Jahre alt. Nach der Schule gehe ich immer 2 Stunden in eine Kinderbibliothek und lese dort 2 Stunden. Heute zum Beispiel Ein Herz aus Eis. Es ist ein Buch für größere Kinder, aus einem anderen Land und aus einer anderen Zeit, glaube ich, aber das macht mir nichts. Mein Vater lebt nicht mehr bei uns. Meine Mutter hat mir gesagt, dass wir früher einmal alle zusammen waren. Ich kann mich aber nicht erinnern. Ich sehe ihn nur zufällig, auf der Straße zum Beispiel. Einmal habe ich ihn zufällig vor meiner Schule getroffen. Ich habe mich gefreut, wie er mit mir gesprochen hat. Meine Mutter weiß bis heute nichts davon. Sie hätte sicher gedacht, dass es kein Zufall war. Sie wäre böse gewesen und ich hätte wieder eine kleine Angst gehabt. Ich heiße Agnes und erzähle kleinen Menschen, was ich weiß. Diesen Beruf habe ich mir selber ausgesucht. Gestern
ist mir der Titel für eine Zeichnung eingefallen, die ich bald machen möchte. Der Vater meines Kindes ist der Mann von der Straße. Momentan wohnt eine Freundin bei mir. Meine Zahnschmerzen werden stärker. Ich wollte Sie schon öfter ansprechen. Es hat sich nur ergeben. Im Moment bin ich sehr verloren. Kann ich etwas tun für Sie? Ich möchte Sie etwas fragen. Schon als Kind wollte ich es wissen. Haben Sie schon den Bauch einer schwangeren Frau gesehen? Noch nie in Wirklichkeit. Nur auf Fotos. Möchten Sie meinen Bauch sehen? Bis jetzt weiß es noch niemand, nicht einmal der Vater, nur ich und jetzt Sie. Ich spüre es. Es ist 3 Monate alt. Ich höre es. Was ist los? Ich bin ausgeschickt worden. Warum? Ich habe laut gesprochen. Ich habe gesagt, dass ich jemanden kenne, der auch übers Wasser gehen kann. Geh wieder hinein. Aber was soll ich sagen? Sag, ich habe dich hineingeschickt. Hast du Angst? Eine kleine. Gib sie mir. So, jetzt geh wieder hinein.
Haben Sie Beschwerden? Nein, aber das Gefühl, dass es bald soweit sein könnte. Mögen Sie Musik? Meine Zähne reparieren lassen zu können, müsste ich doppelt so viel bezahlen, wie ich in 2 Monaten verdienen würde, wenn ich eine Arbeit hätte. Nicht wie, als ich in 2 Monaten verdienen würde. Sie können ruhig von mir denken, dass ich eine Lehrerin bin. Im Moment habe ich keine Geldprobleme. Mein Vater verdoppelt monatlich meine Ersparnisse. Er sagt, es ist das Einzige, was er für mich tun kann. Das ist mein Vater. Hören Sie nicht auf ihn? Nein, nur in Geldangelegenheiten. Gestern habe ich gehört, dass Brust erst schreiben konnte, als seine Mutter gestorben war. Das ist meine Mutter. Guten Tag, Mama. Ich kann mich erinnern, dass du mir vergewissert hast, niemals zu rauchen. Ich war 12 oder 13 Jahre alt. Das ist egal. Ich habe dich doch immer als einen erwachsenen Menschen behandelt. Du bist doch mein Kind. Wie kommt es, dass du so anders bist, so fremd?
Ja, hallo, du das Leo. Weißt du was? Ich brauche was. Bitte. Ja, aber ich hab dir doch auch geholfen. Und außerdem bist du mir noch was schuldig. Ja, servus, Leo. Hallo. Was ist mit deinen Schulden? Was hast du endlich vergeudet? Ich habe jetzt nichts, ich kann das jetzt nicht geben. Am Abend hol ich sicher was. Du, entschuldige die Verspätung. Macht nichts. Wie geht's dir? Hast du meinen Wohnungsschlüssel mit? Ja. Gib's mir einmal. Es ist vorbei. Sag mal, was soll denn das? Es geht einfach nicht mehr. Du musst eine neue Wohnung suchen. Und du willst der Freundin sein? Ich glaube, ich bin nicht mehr deine Freundin. Das wird ja immer besser. Ich sag, und warum hast du mich bis jetzt wohnen lassen in deiner Wohnung? Kannst du mir das sagen? Ich hab's gewusst, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, ich wollte dir helfen. Rührend ist das. Das ist ja echt rührend von dir. Und bitte, wo soll ich jetzt eine Wohnung hernehmen? Weiß ich nicht. Glaubst du, dass ich das gern mache? Ein Schuss. Stimmt schon. Dankeschön. Du, ob du glaubst, dass ich das gern mache? Bitte gib mir eine Antwort. Sehr gut ist das für mich. Toll ist das für mich.
tut mir leid. Es braucht dir nicht leid tun. Es tut mir auch nicht leid. Alles Gute. Hoffentlich musst du nicht sterben. Hoffentlich. Hoffentlich. Hoffentlich nicht. Heute ist kein guter Tag. Alles hat mich niedergedrückt. Und der Tag ist noch nicht vorbei. Ich spiele zu viel Chamäleon. Zu viele Hirne in meinem Hirn. Zu viel Durchblick. Und zu wenig Ziel. Schon lange habe ich auf Retourgang geschaltet und bin auf nichts mehr eingestellt. Ich möchte gern wissen, wie es um mich steht. Da bin ich. Da bist du also. Du Leo, das mit der Wohnung, das geht nicht mehr. Und wieso erzählst du mir das? Und weil das der Grund ist, warum ich zu spät komme. Als spät kommst? Leo. Hab dich da umsonst gefickt? Haben Sie vielleicht auch eine Münze? Ich würde gerne Ihren Namen wissen, möchte Sie aber nicht fragen. Ich weiß, wie Sie heißen. Sie heißen Wendelin. Sagen Sie mir aber nicht Ihren wirklichen Namen. Ja, das stimmt. Das ist mein Name. Probierst du es einmal, Johannes?
Also los. Der Erlkönig reitet zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in den Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Das war alles. Ich habe wirklich nicht weiter gewusst, aber ich gestern den ganzen Nachmittag herumgetan damit. Das ist aber ein Märchen, oder? Ich habe das Gedicht immer wieder nur gelesen und dann habe ich es dir auf eine Kassette gesprochen. Die möchte ich Ihnen jetzt gerne schenken. Danke. Guten Tag. Woher haben Sie gewusst, dass ich gerade jetzt... Ich habe nur die Adresse gewusst, sonst nichts. Also Glück. Reines Glück. Wie geht's Ihrer Zahngeschichte? Ich bin wieder symmetrisch. Und unterrichten Sie eigentlich? Alles. Außer Religion. Das vorhin war der Religionslehrer. Bei mir war es eigentlich in der Volksschule genau umgekehrt. In Religion hatte ich eine Lehrerin und den anderen Gegenständen einen Lehrer. Ich möchte Ihnen etwas schenken. Jetzt brauchen Sie es nicht mehr festhalten. Es haltet sich schon von alleine. Gnädige Frau, fühlen Sie sich belästigt? Ja, von Ihnen. Darf ich Ihre Ausweise sehen? Wendel in Umlauf. Und das ist Ihr richtiger Name? Sie können Wendelin zu mir sagen. Hier steht Komponist. Ja, stimmt. Was komponieren Sie? Musik. Bei welcher Musik sind Sie angestellt? Arbeitslosenorchester. Aha. Und die Dame? Lehrerin. Hier steht, Sie sind professorischer Volksschullehrer. Das ist eine Formulierung. So? Wissen Sie, ich habe heute Geburtstag. Mir fällt momentan nichts Gescheites ein. Ich habe nicht einmal einen Verdacht. Alles Gute. Danke. Sie gehören zusammen. Du weißt, was ich dir sagen will? Natürlich. Ich muss es anscheinend aber immer wieder sagen. Ich möchte, dass du meine Frau wirst. Lass mir noch ein bisschen Zeit. Jeden Tag dasselbe. Meine Kollegen schauen mich schon ganz schief an. Das tut mir leid. Sag ja. Und es müsste dir nicht leid tun. Ich liebe dich. Das
weißt du. Ich liebe dich auch, aber ich verstehe dich nicht. Du verstehst mich nicht. Das ist es eben. Du musst etwas Geduld mit mir haben. Und wer hat Geduld mit mir? Du vielleicht? Ja, vielleicht ich. Ich habe Geduld mit dir. So lange, bis du mich verstehst. Und dann? Dann kann ich deine Frau werden. Ich verdiene doppelt so viel wie du. Warum ist das kein Argument für dich? Schau nicht hin. Hörst du? Ich heiße Maria. Ich habe dir jetzt nicht zugehört. Plötzlich hat mich nicht interessiert, was du sagst. Hörst du mich? Ich wollte es nicht hören. Hörst du mich? Ich war froh, dass der Mann die Frau geschlagen hat. Und jetzt hältst du mich fest. Schade, dass du nicht auf der Stelle stirbst. Sagen will? Natürlich. Ich möchte, dass du meine Frau wirst. Lass mir noch ein wenig Zeit. Meine Kollegen schauen mich schon schief an. Sag ja. Und es müsste dir nicht leid tun. Ich liebe dich. Das weißt du. Ich liebe dich auch. Aber ich verstehe dich nicht. Du verstehst mich nicht. Das ist es eben. Du musst Geduld mit mir haben. Und wer hat Geduld mit mir? Du vielleicht? Ja. Vielleicht ich.
Zauberei. Das war einfach Konzentration. Ich bin froh, dass du mich nicht für übermütig gehalten hast. Hast du das je schon einmal gesagt? Nein. Wie schiebt man den rein? So oder so? So. Einmal habe ich eine Dame gefragt, wie ich ihn reinschieben soll. Schon gestern wollte ich mit dir sprechen. Du hast angerufen. Und du hast nicht abgehoben. Ja, das stimmt. Weder abgehoben, noch mich getraut, dich anzurufen. Ich konnte nicht, dabei wollte ich so gerne. Ich hätte gekrächzt. So wie jetzt. Wie jetzt? War es die große oder die kleine Angst? Gestern die große. Und heute? Die kleine. Können Sie mir bitte wechseln?
Danke. Verzeihung, wo ist hier die Annagasse? Gehen Sie nicht zur Annagasse. Gehen Sie zur Johannagasse. Darf ich Ihnen das Tischtelefon überreichen? Ja, guten Abend. Nein, nicht ganz zufällig bin ich hier hereingeschneit. Und was können Sie mir bieten? Sie brauchen nicht herzukommen. Wir können uns ja beim Ausgang treffen. Präservative habe ich nicht. Das ist gut. Und was kostet das? Nehmen Sie auch Schecks? Mit Scheckkarte natürlich. Und wo? Ein Hotel wäre mir eigentlich lieber. Also gut. Wir treffen uns in 4 Minuten bei meinem Wagen. Er steht direkt vor dem Lokal. Ein silberner BMW Metallic mit Lederpolster.
Wo ist das Hotel? Gleich um die Ecke. Wie heißt das Hotel? Hotel Savoy. Was soll ich jetzt machen? Ich glaube, sie ist tot. Funktionieren die Scheinwerfer? Ich weiß nicht. Wir sollten wegfahren von hier. Wie heißt das Hotel? Hotel Savoy. Was soll ich jetzt machen? Ich glaube, sie ist tot. Funktionieren die Scheinwerfer? Ich weiß nicht. Wir sollten wegfahren von hier. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich fürchte mich. Niemand spricht mit mir. Niemand liebt mich. Und selbst wenn jemand mit mir spricht, kann ich ihn nicht hören. Und selbst wenn jemand mich liebt, ist er kaum zu spüren. Was soll ich dir raten? Alles, was ich sagen kann, würdest du ins Gegenteil kehren und gegen mich verwenden. Oder gegen dich selber. Ich habe keinen Glauben, weil ich nicht vertrauen kann. Und ich habe keine Hoffnung, weil ich ohne Liebe bin. Ich muss beginnen, eine andere zu werden. Sie müssen sich entscheiden. Da wäre eine Dauerstellung als Telefonist bei der Firma Shell Austria, eine Dauerstellung als Portier Tag und Nacht bei der Firma IBM Austria oder eine Dauerstellung als Schreibkraft bei der Firma McDonald's Austria. Nach Rücksprache mit den Personalabteilungen der genannten Unternehmen möchte ich Sie bitten, mir bald Bescheid zu geben. Wenn Sie bitte hier unterschreiben wollen.
Und hier alle weiteren Informationen. Ich möchte Sie bitten, mir bald Bescheid zu geben. Grüß Gott. Wiedersehen. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Wenn du wählen hättest, was würdest du lieber sein? Schreibkraft, Portier oder Telefonistin? Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie eine Schere? Wir sind ein Plastikgeschäft. Ich möchte nur... Danke. Bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Tag. Kann ich helfen?
Sie haben Schläuche? Ja, natürlich. Wir haben ein reiches Sortiment an Schläuchen. Welche Qualität darf denn sein? Wir haben da reinen Gummi, Plastik, gewebeverstärkten Gummi. Dann ist die Dimension eine wichtige Frage und außerdem die Länge. Sollte 4 cm Durchmesser sein und 4 bis 5 Meter lang. 5 Meter, ah ja. Einen Augenblick. Äußerst preisgünstig. 5 Meter in Aktion. 38 mm im Querschnitt. Gut, das passt. Einpacken? Nein, danke, nicht notwendig. Nehmt eure Aufsatzhefte heraus. Das Thema ist, was denke ich über eine Telefonistin, einen Portier oder eine Schreibkraft? Bei Schreibkraft muss ich gleich an meine Mutter denken. Hörst du? Unser Freund.
Man muss ein eigenes Haus haben. Hoffentlich gibt es ihn noch, wenn das Kind kommt. Es könnte seine Sprache lernen. Es wird ihn geben. Wünschen Sie noch einmal Abschied zu nehmen? Wünschen Sie noch ein Foto? Sind Sie der Herr, mit dem ich... Fräulein Gerda? Ich bin Dr. Herzog. Ich bin Anwalt. Das Lokal ist mein Hobby. Wollen wir einen Schluck trinken? Das löst die Zunge. So, das hätten wir. Was darf's denn sein?
Bitte wählen Sie. Whisky, bitte. Oho. Wissen Sie auch, was das ist? Whisky. Nein, das weiß ich nicht. Whisky ist ein Getreidebranntwein aus Gerstenmalz, Roggen oder Weizen. Den charakteristischen Geschmack erhält er dadurch, dass man das Malz über einem offenen Torffeuer trocknet. Mhm. Wissen Sie, was Torf ist? Nein, das weiß ich auch nicht. Torf ist das Vermoderungsprodukt von Sumpfpflanzen mit angereichertem Kohlenstoffgehalt. Tja, ist ja wirklich nett, mit Ihnen zu plaudern. Aber vielleicht einmal zum Geschäftlichen. Ja. Wir arbeiten hier im Partnercafé nach einem fixen Gehaltsschema. Darüber besteht keine Diskussion. Auch darüber nicht, was das für ein Lokal ist. Anstatt dass sich die Leute mit ihren Autos totfahren, kommen sie hierher, um einander zu treffen. Hier sitzen die Männer, dort die Frauen. Hm. Haben Sie schon was Einschlägiges gearbeitet? Ja, 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 freiberuflich. Mhm, gut, gut. Das ist zwar nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste Ausbildung. Habe ich nicht recht? Sicher. Muss ich Sie aber doch um eine charakteristische Handbewegung bitten. Muss das wirklich sein? Nichts muss sein. Es muss ja auch nicht sein, dass Sie hier arbeiten. Die Welt steht Ihnen offen. Das Geld liegt auf der Straße. Gut. Wo und wie? Ganz einfach. Sie fahren mit Ihrer Hand in meine rechte Hosentasche. Aber ganz vorsichtig, ja? Tiefer. Nein, nicht! Ist ja schon gut, Pipsi. Wollen Sie heute anfangen? Hände hoch! Halt deinen Mund!
Mischel und Eis hin, bitte. Können Sie mir da unterschreiben? Hier. Danke. Danke. Schön. Wiedersehen. Ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. In dürren Blättern säuselt der Wind. Hallo. Er reitet zu spät durch Nacht. Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Hallo? Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist dein Leben. Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, deine Mutter hat manch Glühen gewandt. Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlkönig mir leise verspricht? Sehr ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. In dürren Blättern säuselt der Wind. Wendelin? Hallo? Hallo? Liebes Kind, komm, geh mit mir, schon.